Alibaba fällt und fällt und fällt. Die meisten Analysten sagen, die Aktie ist jetzt deutlich unterbewertet. Und auch Charlie Munger, der Partner von Warren Buffett, der hat ja auch noch mal ordentlich nachgekauft bei Alibaba. Hilft bis jetzt aber alles nichts. Und darum dieses Video heute: Wo stehen wir bei Alibaba eigentlich und was ist von der Aktie zu halten? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Die Alibaba Group, das günstigste Unternehmen der Welt außerhalb Russlands. So jubelt der amerikanische Analyst Daniel O'Keefe. Und man könnte noch dazu sagen, im Gegensatz zu russischen Aktien sogar noch handelbar. Herz, was willst du mehr? Das Problem ist nur, die Aktie wird immer noch günstiger. Dass sie so stark gefallen ist, klar, das ist natürlich spannend im Moment, aber trotzdem, meine Videos zu Alibaba, die sind schon in letzter Zeit von Mal zu Mal immer resignierter geworden. Und im letzten Video, das ist auch schon wieder ein Vierteljahr her, da habe ich dann endgültig gesagt, ja, trotz aller Stärken, trotz der niedrigen Bewertungen, ein pragmatischer Anleger kauft die Aktie lieber erstmal nicht, weil das Sentiment und auch die charttechnische Verfassung natürlich, die sind einfach noch zu schlecht. Und die Aktie ist noch weiter gefallen. Und inzwischen haben wir ja auch neue Quartalszahlen bekommen von Alibaba und viele Zuschauer haben sich ja auch ein Update gewünscht. Und außerdem interessanterweise, also unter meinen letzten Alibaba-Videos und ja auch allgemein unter den China-Videos von mir, da war in letzter Zeit immer wieder das hier vom Zuschauer Christian Peter: Alibaba mit Raketen und Herzchen. Ich weiß leider nicht genau, warum das hier immer stand. Also ist es Begeisterung, ist es leidenschaftliche, ungebrochene Liebe zur Alibaba-Aktie oder ist es blanker Sarkasmus? Wahrscheinlich ist es alles zusammen. Aber wie auch immer, ist ja auch schön, dass hier jemand die Alibaba-Aktie noch in Ehren hält. Der Aktienkurs, ein Trauerspiel. Wir waren hier mal bei einem Börsenwert von 700 Milliarden Dollar Ende 2020, kurz vor dem IPO der Ant Group, das dann ja geplatzt ist. Jetzt sind wir bei unter 250 Milliarden. Die Aktie hat von ihrem Höchststand über 70% verloren. Sie hat allein auf Jahressicht schon 60% verloren. Und sie hat sich allein in den letzten 4 Wochen auch nochmal um 30% verbilligt. Und wenn die Aktie von so einem riesigen Konzern derart fällt, dann fragt man sich natürlich, ob und wann nicht irgendwann mal ein Punkt erreicht sein muss, wo sie dann doch möglicherweise wirklich unterbewertet ist, weil bei allen Enttäuschungen, Rückschlägen, Hiobsbotschaften, Alibaba ist natürlich kein kaputtes, angeschlagenes Unternehmen, sondern es ist ja immer noch einer der größten E-Commerce-Konzerne der Welt. Mit ungefähr 50 Milliarden Dollar Netto-Cash, mit einem freien Cashflow in den ersten 9 Monaten bis Ende Dezember von 18 Milliarden Dollar, war weniger als im Jahr vorher natürlich, aber es ist immer noch viel Geld, das da verdient wird. Das Geschäftsjahr geht dann immer bis Ende März und man rechnet jetzt fürs laufende Geschäftsjahr mit einem Gewinn pro Aktie oder pro ADR von 8,29 $. Man rechnet also schon mit einem Rückgang zum Vorjahr von ungefähr 20%. Aber auch auf diesen rückläufigen Gewinn ist die Aktie jetzt nur noch bewertet mit einem KGV von 11. Sie wird also eher bewertet, kann man sagen, wie eine stinklangweilige Konsumaktie oder wie eine Stahlaktie, sowas, aber nicht mehr wie ein Technologiekonzern. Oder wie eine Ölaktie, könnte man auch sagen. Die ja auch, Ölaktien sind auch relativ günstig oder wirken günstig, wenn man bedenkt, in was für einem Umfeld wir gerade sind beim Ölpreis. Wunderbare Überleitung. Ich will Sie nämlich auch noch mal daran erinnern, Sie kriegen ja morgen von uns einen neuen Zukunftsmärkte-Report zu den Aktien von großen nicht-russischen Ölkonzernen, also sowas wie BP, Shell, Total, Exxon. Wo stehen die? Wer ist interessant in der aktuellen Lage? Und die Reports von uns sind gratis, Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de.
Wie gesagt, dieser Report geht morgen raus, der Ölaktienreport. Also tragen Sie sich noch schnell dafür ein, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Der Link dafür ist hier auch noch mal unter dem Beitrag. Alibaba wird ja oft bezeichnet als Chinas Amazon. Und wenn man sich Amazon jetzt natürlich so anschaut, bei Amazon haben wir ja immer eine immens hohe Bewertung gehabt und die haben ja auch jetzt noch ein KGV von fast 60. Amazon war auch jahrelang defizitär, ja sogar. Und man hat denen das aber natürlich immer zugestanden, weil man hat gewusst, Amazon ist eben Amazon. Die sind einfach mit nichts anderem vergleichbar. Darum ist es gerechtfertigt. Wenn Sie jetzt natürlich wüssten oder das Gefühl hätten, dass Amazon vielleicht doch nicht mehr der E-Commerce-Konzern ist, der alles dominiert, sondern dass es da jetzt ganz starke Wettbewerber plötzlich geben würde. Und wenn Sie außerdem wüssten, dass auch noch die Regierung Amazon jetzt auch noch auf dem Kieker hat und das Geschäftsmodell auch hart attackiert, dann würden Sie über die Aktie wahrscheinlich ganz anders denken. Und so ungefähr ist eben die Lage im Moment bei Alibaba. Es ist viel zusammengekommen da. Das Verbot des Börsengangs von der Ant Group durch die chinesische Regierung, dann diese Strafe von 2,8 Milliarden Dollar für monopolistisches Verhalten, dann, was die Anleger noch viel mehr entsetzt hat, diese freiwillige Spende von 15 Milliarden Dollar, also eine Riesensumme für Zwecke der allgemeinen Wohlfahrt, wo viele dann ja gesagt haben, das ist das Ende der Marktwirtschaft in China, der Kommunismus ist wieder da, Peking presst jetzt aus den Unternehmen die Gewinne raus und enteignet damit uns Aktionäre. Die Hintergründe von dem Ganzen waren und sind unklar. Es war aber natürlich auf jeden Fall mindestens so eine Art Beschwichtigungsversuch auch, um eben zu zeigen, schaut her, wir sind kein großes, böses, asoziales Unternehmen, seid bitte, bitte wieder nett zu uns. Ist Schnee von gestern, alles nicht schön, aber letzten Endes würde ich sagen, abgehakt im Kurs zigmal enthalten. Jetzt haben wir andere Sorgen bei Alibaba. Und zwar erstmal immer noch die Regulierung der Regierung im Technologiesektor. Die trifft natürlich nicht nur Alibaba, aber die hat eben Alibaba ganz besonders hart getroffen. Das meiste ist da wahrscheinlich durch, vermute ich mal. Aber es ist noch nicht richtig vorbei. Es hat jetzt zum Beispiel die Anregung gegeben aus Peking, dass die Essenslieferdienste ihre Gebühren für die Gastronomen senken sollen. Das betrifft Alibaba auch mit Illimi. Gut, Sie wissen, mit Lieferdiensten habe ich kein Mitleid persönlich. Und dann hieß es aber auch noch vor ein paar Tagen zusätzlich noch, der Ant Group Börsengang, der ist jetzt wahrscheinlich mal endgültig abgesagt, angeblich. Auch eine Enttäuschung, das sind immer wieder Nadelstiche. Und das nächste Problem ist ja, dass diese Regularien, die schon raus sind, dass die sich jetzt operativ auch langsam mal auswirken. Dass man also Verkäufer auf den Plattformen da jetzt nicht mehr zwingen kann, dass sie nur bei Alibaba verkaufen können, sondern auch bei der Konkurrenz jetzt. Und das in Kombination damit, dass die Konkurrenz ja sowieso stärker wird, dass zum Beispiel JD.com beim Umsatz ja eigentlich an Alibaba schon vorbeigezogen ist. Und das dann alles auch noch, während man reingeht in einen wirtschaftlichen Abschwung ja auch in China mit einer erheblichen Konsumzurückhaltung im Moment, was sich im letzten Video auch schon angedeutet hat und seit dem Wochenende, jetzt haben wir ja auch noch den Lockdown in Shenzhen und jetzt haben wir eben den Salat. Die Zahlen von Alibaba im dritten Quartal bis Ende Dezember, die haben wieder enttäuscht. Der Nettogewinn ist eingebrochen zum Vorjahr um 74%, hauptsächlich wegen Abschreibungen und wegen Wertberichtungen. Aber um diese Abschreibungen bereinigt, ist er aber eben immer noch zurückgegangen um 25% auf 7 Milliarden Dollar. Weil die Kosten steigen, die Kosten für Expansion und für die neuen Geschäftsbereiche. Was aber fast noch schlimmer ist, das ist, dass der Umsatz nur noch um 10% gestiegen ist auf ungefähr 38 Milliarden Dollar. Das niedrigste Umsatzwachstum seit vielen Jahren. Vor einem Jahr haben wir da noch einen Anstieg gehabt um 37%, im ersten Quartal dann sogar noch 45%, im zweiten Quartal 29%, jetzt nur noch 10%. Das hat schwer enttäuscht.
Jetzt könnte man natürlich sagen, in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit mit so wenig Binnenkonsum, da ist so ein Wachstum von 10% doch gar nicht schlecht. Aber bei JD.com zum Beispiel, eben einer der wichtigsten Wettbewerber, da ist der Umsatz im gleichen Quartal um 23% gestiegen, also viel stärker. Was der Aktie von JD.com jetzt allerdings auch nicht viel geholfen hat, also hier der Einjahreschart von JD.com, da war es dann wiederum der hohe Verlust, der die Anleger sehr erschreckt hat. Alibaba immerhin, die sind hochprofitabel nach wie vor. Aber es zeigt uns schon, das Ganze ist schwieriger geworden, der ganze Sektor. Der Wettbewerb wird härter, nicht nur jetzt zwischen Alibaba und JD.com, sondern es gibt eben auch neue Wettbewerber da, also Videoplattformen unter anderem. Ich habe es letztes Mal schon erwähnt. Jeder muss jetzt um seinen Marktanteil da hart kämpfen und das geht im Moment ins Geld. Es ist also ganz offensichtlich nicht mehr so, zumindest im Moment nicht, dass da ein Riesenmarktpotenzial vorhanden ist und man wächst da problemlos einfach immer weiter. Und wie es im E-Commerce läuft bei Alibaba, das ist eben nach wie vor sehr wichtig. Der E-Commerce steht nämlich immer noch für 88% vom Gesamtumsatz und erwirtschaftet auch fast den kompletten Gewinn. Die anderen Bereiche sind fast alle noch defizitär. Interessant ist natürlich das Cloud-Geschäft. Da ist Alibaba in China Marktführer mittlerweile, ist auch weltweit damit erfolgreich. Und da geht es schon auch wirklich aufwärts. Also das hat man gesehen und das Cloud-Geschäft schreibt jetzt auch mehr oder weniger schwarze Zahlen. Aber auch da war das Umsatzwachstum im dritten Quartal auch nur noch bei 20%, was dem Gesamtwachstum schon geholfen hat, weil das Wachstum im E-Commerce, das wäre nämlich nur bei 9% gewesen. Aber so oder so, es ist einfach einiges relativ enttäuschend. Es war aber nicht alles schlecht. Was zum Beispiel gut ist, was ganz gut läuft nach wie vor, ist das internationale Geschäft. Da gibt es zum Beispiel Lazada, das ist das Wichtigste, das ist der E-Commerce-Konzern in Südostasien und einiges mehr noch natürlich. Und im internationalen E-Commerce ist der Umsatz noch um gute 18% gestiegen. Und was auch noch positiv war, die Zahl der Gesamtkunden, der aktiven Kunden, die wirklich Umsatz generieren, die ist in dem Quartal jetzt nochmal um 34 Millionen gestiegen. Damit hat Alibaba jetzt weltweit 1,3 Milliarden Kunden. Zum Vorjahr nochmal ein Anstieg um 19%. Und das ist schon ein Erfolg, das ist auch ein Asset, damit kann man schon was anfangen. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Analysten eigentlich immer noch relativ optimistisch sind für die Aktie. Also davon habe ich letztes Mal auch schon erzählt. Also das Phänomen, die Kursziele bei Alibaba sind ja schon lang immer deutlich über dem jeweiligen Kurs, aber sie werden gleichzeitig dann doch immer wieder runtergesetzt. Also die Analysten laufen da dem Markt schon auch ein bisschen hinterher. Aber nach wie vor, die meisten haben eben deutlich höhere Kursziele jetzt für Alibaba. Und zwar hauptsächlich mit der Begründung, Alibaba hat jetzt eben in die Verteidigung von seinem Marktanteil investiert und das Schlachtfeld, das ist jetzt diese Marktdurchdringung und zwar da, wo die Leute etwas weniger Geld haben in China im Hinterland, da mit den vielen, vielen kleinen Ministädten, die vielleicht so viele Einwohner haben wie Berlin oder so. Und das habe Alibaba eben ganz gut gemacht, das mit dem Community-Shoppen oder die Taobao-Deals, also die Schnäppchen-Angebote. Und da würden die Ernte jetzt schon noch einfahren, früher oder später. Bis jetzt, wie gesagt, sieht man davon jetzt noch nicht so viel, außer bei den Neukunden. Aber es ist schon möglich, dass das wieder was wird, würde ich sagen. Und dann lassen Sie mich aber noch ein paar Worte hier sagen zu dieser Delisting-Panik in den USA. Ich habe das hier ja auch schon ausführlich behandelt in etlichen Videos. Es kommt aber immer hoch, dieses Thema, immer wieder. Und ja, die Gefahr ist da, dass die China-Aktien, die in den USA börsennotiert sind, dass die ab 2024 da delistet werden. Letzte Woche hat die SEC wieder 5 Aktien genannt aus China, die die Regularien nicht erfüllen, die delistet werden könnten. Was wieder mal in einer Weise lachhaft ist natürlich, weil ja die SEC ganz genau weiß, dass überhaupt kein chinesisches Unternehmen diese Anforderungen erfüllt zum aktuellen
aktuellen Stand, weil die das ja auch gar nicht erfüllen können. Die fünf Aktien waren Hutchmed, ACM Research, Scilab, Beijing und Yum China. Aber alle anderen China-Aktien in den USA sind natürlich jetzt auch wieder derart verprügelt worden. Also Alibaba sind am Donnerstag deswegen um fast 8% gefallen, am Freitag dann nochmal um fast 7% in den USA. Ich halte das Ganze inzwischen für absurd im Grunde schon. Also natürlich nicht für die Mehrheit der in USA gelisteten China-Unternehmen, die bis jetzt nichts dagegen gemacht haben. Aber wie gesagt, Alibaba und Dutzende andere von diesen chinesischen US-Aktien auch eben, die haben ja reagiert. Die haben ja ihr Zweitlisting in Hongkong und die werden im schlimmsten Fall weiter handelbar sein, auch für deutsche Privatanleger. Die müssen dann eben wechseln von den US-ADRs in die Hongkonger Standardaktie. Und für diese Aktien ist das Thema im Grunde meiner Meinung nach durch. Nur das sehen viele nicht so in ihrer auf die USA zentrierten Sicht. Und das hat zur Underperformance von Alibaba natürlich mit Sicherheit auch beigetragen. Auf jeden Fall letzte Woche ganz eklatant. Und wenn es einen ETF geben würde auf diese ganzen chinesischen US-Aktien, die in Hongkong schon ein Zweitlisting haben, ich würde den sofort kaufen, beziehungsweise ich würde wahrscheinlich einen Sparplan machen oder sowas, weil im Moment fallen sie ja noch alle. Aber dadurch entstehen jetzt in gewisser Weise schon chronische Unterbewertungen, die in den meisten Fällen auch wieder abgebaut werden, also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Sobald die Leute eben mal verstanden haben, dass es dann im schlimmsten Fall eben einfach Hongkong-Aktien sind. Den Institutionellen ist es jetzt schon völlig klar, aber die ganzen anderen Spezialisten eben, die hören halt immer wieder Delisting und dann kriegen sie wieder den nächsten Panikschub. Ist aber fundamental eigentlich nicht mehr begründbar. Was tun mit der Alibaba-Aktie? Also, ja, ich muss leider sagen, ich bleibe erstmal dabei, lieber noch nicht kaufen, weil das Sentiment ist eben wirklich so schlecht, dass man fürchten muss, auch wenn man vielleicht denken würde, die können jetzt doch gar nicht mehr weiterfallen, aber dass sie eben trotzdem weiterfallen. Der Markt braucht jetzt erstmal irgendwas, an dem er sehen kann, es geht da jetzt auch wirklich wieder aufwärts und dass Alibaba auf dem richtigen Weg ist und dass es immer noch gut dasteht. Dann kann das Ganze schon schnell drehen irgendwann, aber solange da nichts wirklich Konkretes kommt, wird es wahrscheinlich schon schwierig bleiben, weil es ist einfach so viel passiert und die Anleger sind so oft enttäuscht worden da auch, dass viele die Aktie erstmal wahrscheinlich nicht anfassen. Das sind ungeachtet, ich sehe da schon Chancen bei Alibaba und die Hoffnung, die viele Analysten haben, dass Alibaba da eben auch etliches richtig gemacht hat, das teile ich im Großen und Ganzen schon auch. Ich glaube auch, die Aktie ist grundsätzlich wahrscheinlich jetzt schon unterbewertet. Und damit steht sie natürlich irgendwie ja stellvertretend auch für viele China-Aktien und auch für viel, was in China in letzter Zeit passiert ist. Das enttäuschend war natürlich, das nicht gut war, dass die Anleger zu Recht auch verschreckt hat, ist ganz klar. Aber, und das ist die andere Seite, dafür haben wir eben auch bei chinesischen Aktien im Moment wirklich und leibhaftig Unternehmen wie Alibaba mit einem KGV von 11. Man kann es also auch positiv sehen. Passend dazu ein paar Musiktipps von mir, zum Beispiel Luigi Cherubini, die Alibaba-Ouvertüre, also das Vorspiel zur gleichnamigen Oper, ein ganz selten gespieltes Werk aus dem Jahr 1833. Dann ein bisschen moderner, Alibaba von den Comedian Harmonists, klingt sehr hübsch, ich habe nur leider keine Ahnung, worum es da geht, das Ganze ist nämlich auf Französisch. Und noch neuer und alles hier natürlich auf YouTube, Alibaba in Marrakesch, ein Stück für Blasorchester von der Komponistin Susanne Welters aus den Niederlanden, 1969 geboren, ist hier leider total unbekannt. Alles eher exotisch, aber exotisch ist ja genau das, was wir haben wollen hier als Schwellenländer-Investoren.
Danke, dann bin ich gespannt auf Ihre Kommentare und bitteschön, tun Sie es diesmal dem Zuschauer Christian Peter gleich. Ich freue mich hier auf ein Meer von Raketen, Herzen, Girlanden und gehobenen Daumen für die Alibaba-Aktie. Irgendwie müssen wir die Stimmung ja wieder gedreht kriegen für die Aktie. Also ich zähle da jetzt ganz fest auf Sie. Und denken Sie natürlich auch noch dran, dass Sie sich eintragen, auch noch für unseren Gratis-Zukunftsmärkte-Report zu den Aktien der großen Ölkonzernen, der morgen rausgeht. Wer ist im aktuellen Ölpreisumfeld noch kaufenswert? Auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.